Hallo, ich bin der Johnny, ich komme von Chur und bin auf der Suche nach einer Lehrstelle. Ah, psychiatrische Dienst Graubünden. Psychiatrische Dienst Graubünden, Abteilung Ausbildung, NEF, guten Morgen. Grüezi wohl, mein Name ist Johnny Wenhardt. Ich habe mich mal erkundigen über einen Ausbildungsplatz bei der PDGR. Das finde ich eine gute Idee. Dann schauen Sie doch einfach mal bei mir vorbei. Super, das werde ich gerade mal machen. Danke vielmals. Dankeschön. Wieder schauen. Ciao, Johnny. Hallo. Madeleine, freut mich, dass du da bist. Danke. Kannst du mir noch ganz schnell zwei Gläser mit Wasser auf den Tisch holen? Ja, sicher. Können Sie gerne noch sitzen, wenn wir schnell Blut drücken? Danke. Was kannst du denn in deiner Ausbildung? Mich faszinieren Menschen und ihre Psyche. Ich habe während der Ausbildung die Möglichkeit, auf ganz verschiedenen Stationen zu arbeiten. So ist jeder Tag etwas anderes. Und das macht mir Spass und gibt auch Abwechslung. Mit und für andere Menschen zu arbeiten, das würde mir auch noch gefallen. Vielleicht wäre dann der Beruf Fachmann Betreuung auch etwas für dich. Sag mal, wie sieht eigentlich dein Arbeitstag hier in dieser Wohngruppe aus? Ich helfe Menschen mit geistiger Behinderung, den Alltag zu bewältigen. Ja, und wie sieht das jetzt konkret aus? Wir versuchen, den Alltag spielerisch und kreativ zu gestalten. Dazu gehört Malen, wir machen Bewegungstherapie und ich muss natürlich auch einen administrativen Teil erledigen, das ist Klientendokumentation. Klingt interessant. Ein kaufmännischer Beruf würde mich auch noch interessieren. Bieten dir so etwas auch an? Ja, wenn dich das interessiert, schaust du am besten beim Tanino vorbei. Er kann dir sicher Informationen darüber geben. Das ist sicher der Johnny. Komm rein. Hallo. Hallo. Ciao. Ciao. Was machst du? Irgendetwas Post-Ein- und Ausgang hier bearbeiten. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil von meiner Arbeit. Du musst mit Sprache und Zahlen auch gut umgehen können, im kaufmännischen Bereich. Also du bist jetzt hier im Moment in der Kundenadministration? Genau, also ich habe eine sehr abwechslungsreiche Zeit in der PDGR. Ich habe das Controlling gesehen, die Finanzbuchhaltung und das Personalwesen. Du arbeitest sicher viel mit dem Computer. Ja, der Computer ist mein Hauptarbeitsgerät eigentlich. Den grossen Teil des Tages bin ich auch noch schon an dem. Ja, aber ich denke, wenn du etwas über die neuen Medien willst kennenlernen, dann würde ich sonst zum Claudio mal gehen. Er macht die Ausbildung zum Informatiker. Ja, also ich arbeite eigentlich in den Bereich Applikationsentwicklung, Support- und Systemtechnik. Und wenn die Mitarbeiter Probleme haben mit dem PC, rufen sie an mir an. Es ist ein besonderer Tag, auch in der PDGR als Informatiker zu machen. Also ich kann im Bereich Software und Hardware arbeiten, was mir später sehr viele Möglichkeiten für die Zukunft bringt. Es wäre also Zeit für Mittag, ich bin hungrig, gehen wir auf die Jasmin gucken. Okay. Hey, das schmeckt denn fein. Was gibt's heute? Heute gibt's Piccata alla Milanese mit Tomatensauce. Warum hast du dich denn dazu entschieden, deine Ausbildung als Köpfin zu machen? Weil ich es liebe zu kochen. Ich würde gerne frische Produkte verarbeiten oder neue Gerichte kreieren. Was ist denn für dich das Spezielle als Köchin in der PDGR? Es ist eine Herausforderung, um für so viele Leute zu kochen. Aber wenn alle Patienten, allen Mitarbeitern und allen Gästen schmeckt, dann bin ich zufrieden. Klingt interessant. Das ist es auch. Und schön ist es auch, um mit frischen Produkten zu arbeiten. Die Tomaten, die sind zum Beispiel aus dem Arbeitsladen. Bist du dort schon gewesen? Nein, aber dort gehe ich gerade noch her. Hier haben ja echt viele verschiedene Blumen. Topfpflanzen und Schnittblumen sind mein Spezialgebiet. Meistens arbeite ich in einem Freiland oder in den Gewächshäusern. Bevor ich gekommen bin ich noch im Arbeitsleben vorbeigegangen. Machst du auch Sachen, die dort verkauft werden? Ja, ich bin mitverantwortlich für die kreative Gestaltung, aber ich arbeite auch sehr gerne mit den Händen. Heute habe ich echt viele Eindrücke gekriegt. PDGR ist wirklich ein attraktiver Lernbetrieb. Hier bewerbe ich mich.